Grundrente. Warum Bestandsrentner in die Röhre gucken? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Grundrente ist in großer Kritik. Das heißt also, auch in der CDU ist die Grundrente sozusagen eigentlich ein Dorn im Auge für viele, die sagen schlicht und ergreifend, die wollen wir nicht. Aber es ist beschlossene Sache, die Grundrente soll zum 1. Januar 2021 kommen. Unsere lieben Bestandsrentner, die also jetzt schon Rente haben, werden wahrscheinlich ein Jahr lang oder länger gar nicht diesen Zuschlag zur Grundrente bekommen können, sondern wenn dann überhaupt erst rückwirkend im Jahr 2022. Denn die deutsche Rentenversicherung und auch die Finanzbehörden werden es zu fast 100% nicht mehr schaffen, ab Mai bis zum 31.12.2020 überhaupt die technischen Voraussetzungen für die Grundrente zu schaffen und das umzusetzen. Sie müssen sich ja Folgendes vorstellen. Wir haben 20 Millionen Rentenempfänger in Deutschland oder über 20 Millionen Rentenempfänger. Und von jedem dieser Rentenempfänger muss, das sind ja viele Seiten, die ganzen Versicherungsverläufe erfasst werden und geprüft werden, ob dieser Einzelne wirklich Anspruch auf die Grundrente haben kann und wenn ja, wie hoch dann der Grundrentenzuschlag ausfällt. Und wenn Sie sich mal vorstellen, dass wir, wenn wir nur den Versicherungsverlauf uns angucken, dann muss praktisch rechentechnisch geprüft werden und erfasst werden, welche Zeiten zum Beispiel für die Grundrentenzeiten überhaupt zu gelten haben und wie das programmiert wird. All das muss die deutsche Rentenversicherung umsetzen. Es ist schlichtweg unmöglich. Und ich sage Ihnen auch eins aus meiner beruflichen Erfahrung, und das mache ich der deutschen Rentenversicherung nicht zum Vorwurf. Die deutsche Rentenversicherung ist jetzt schon total überfordert mit den gesamten Vorgängen, die hier ablaufen. Wir haben eine Unmasse an Rentenantragsverfahren. Jetzt kommt die Rentenerhöhung 2020 dazu. Da müssen auch wieder neue Rentenbescheide ausgedruckt werden. Deswegen, so wird es wahrscheinlich sein, werden unsere Bestandsrentner, also die jetzt schon eine Rente haben, erst im Jahr 2022 die Grundrente als Zuschlag bekommen. Bei den Neurentnern, da ist man sich wohl schon so ein bisschen einig, dann soll es wohl zum 1.7.2021 soweit sein. Aber das steht ja alles noch sozusagen in den Sternen. Wir wissen ja auch bis heute noch nicht einmal, ob die Grundrente, so wie sie jetzt geplant ist, überhaupt kommen wird. Auch das steht noch in den Sternen, denn die CDU verweigert aktuell die zweite und dritte Lesung zur Grundrente wegen angeblicher Nichtfinanzierung. Wenn die Grundrente kommt, dann wird es aber so sein, dass unsere Bestandsrentner, die für die Grundrente in Frage kommen, sich sehr, sehr lange gedulden müssen. Und das heißt also hier für Sie, dass Sie über ein Jahr wahrscheinlich diesen Grundrentenzuschlag noch nicht bekommen werden, dann als Nachzahlung. Welche Wirkung das dann haben wird, das wissen wir eigentlich auch noch nicht, wie das dann ausgeht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.